Hi Leute, willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach der VIP-Bereich halt. Um endlich an Morin dran zu kommen. Irgendwo muss es ja sein. Also hier runter war es nicht. Wir fragen noch mal Aria. Was brauchen Sie? Eine flüchtige Asari hält sich hier. Ich wusste es. Nichts. Sie haben nichts unternommen. Warum? Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Oh, das muss doch ausgeschildert sein, auch irgendwie. VIP. Ich glaube, meine Moral wird gerade lockerer. Zur unteren Ebene, aber da war es nicht. Afterlife, untere Ebene. Aber da ist auch nichts. Doch, zwei Türen. Wir schauen einmal. Okay, hier waren wir schon. Da waren die Watcher. Da landen wir wieder auf dem Markt. Ich habe Aria gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Ich kenne Sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Ich muss jetzt gehen. Wir wollen gar nichts, wir suchen was. Okay, das bringt uns nicht weiter. Das ist der Eingang. Hier ist nichts. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn die verkackte VIP-Lounge? Also Leute, ich weiß langsam nicht weiter. Bring mir noch einen Drink, Schatz. Ich glaub, meine Moral wird gerade lockerer. Hier ist auch kein Hinweis irgendwie, wo das sein soll. Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Das kommt darauf an, was Aria so vorschlägt. Aria hat Winter. Sie möchte, dass Sie das verhindern. Sagen Sie Aria, ich bin. Wie schade. Ich will in die VIP. Das Angebot steht. Ach, weil Sie halt die Farbe. Ich will in die VIP-Lounge. Hast du das gehört? Nein? Das gibt's ja gar nicht. Ich geh jetzt nochmal da unten. Ja. Das muss ja hier irgendwo sein. Ich glaube jetzt zu wissen, warum ich die Mission als lästig im Gehirn habe. Weil man den VIP-Bereich nicht findet. Ja, kommen wir wieder zum Markt.
Jetzt sind es gar nichts hier. Verdammt. Ist aber auch. Ach, hier gibt's eine Karte jetzt. Also jetzt hier rechts, dann links. Hier links. Ah, hier steht's ja. Reinhauen. Was wollen Sie hier? Ich würde gern an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Was bist denn du, Alter? Lass mich rein. Was wollen Sie hier? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Sie müssen allein reingehen. Morins wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn Sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen Sie subtil dafür, dass sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge Ihnen unauffällig. Und wenn Sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben Sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für Sie vorbereiten. Und wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie das sogar wollen. Wie kann ich Ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können Ihre Aufmerksamkeit wecken. Wenn Sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn Sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen Sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird Sie faszinieren. Sie wird Sie wollen, sobald sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, Ihre Vorsicht auszuhebeln. Wie überzeuge ich Sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Sie alleine erwischen und dann unter ihren Einfluss geraten? Da muss das Timing aber wirklich präzise sein. Ich werde in der Nähe sein und Ihnen helfen, Shepard. Vertrauen Sie mir, so wie ich Ihnen vertraue und Sie respektiere. Okay, was haben wir noch über Morinth erfahren, das uns weiterhelfen könnte? Laut Neffs Tagebuch tanzt Morinth gern, wenn sie eine Droge namens Halex konsumiert hat. Neffs Tagebuch erwähnt ein Video mit dem Titel Vienya. Es scheint irgendetwas mit glamourösen Frauen zu tun zu haben. Morinth hat Neff eine Notiz geschickt, in der steht, dass sie den Elkor-Künstler Forta mag. Tja, Shepard, mehr wissen wir nicht. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morinth ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Ja. Mal sehen, ob ich mir das alles merken kann. Ich hätte es mir wahrscheinlich aufschreiben sollen. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Was für eine Musik machen die? Sie sind eine sensorische Band, das heißt, sie kriechen in dich rein, damit du alles Mögliche empfindest. Und die Asari steht so drauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Das wäre ein Treffer in einer ganz anderen Liga, verstehen Sie? Sie müssen mir helfen. Mir rutscht gleich die Hand aus und Sie stehen viel zu nah dran. Ganz ruhig, alles cool. Ich mache einen Rückzieher. Okay, wir müssen uns ja wie ein Arsch aufführen.
Ich versuche mal, ob ich noch mal speichern kann. Okay. Falls wir es nicht schaffen. Sie sind interessant. Komm schon, Baby. Ich kann bezahlen. Sei doch nicht so. Ich hab Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Die Dame sagte, sie sollen weggehen. Was ist denn? Ich such doch nur ein bisschen Unterhaltung. Das geht sie gar nichts an. Ah! Hoppala. Die guten Zeiten sind vorbei. Danke. Die Security hat gepennt. Ja, für den Typen sind die guten Zeiten vorbei, das stimmt. Ich hasse diesen Ort und jeden, der hier ist. Und jede Nacht beginnt dieser Hass von neuem. So, wir brauchen noch was, was die Aufmerksamkeit ich rede mit niemandem. Auf uns lenkt. Hier sieht man heute Abend jede Menge Geld. Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hink nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Wollen Sie jemanden in einer Nebengasse überfallen? Würde ich mir gut überlegen. Sie haben zu viele Filme gesehen, kleiner Mensch. Los, hauen Sie ab. Ich sagte, Sie sollen weitergehen. Ach, verdammt. Die Drinks hier sind sehr stark, aber ich beschwere mich nicht. Sind Sie sicher, dass Sie hier wirklich... Heutzutage lassen Sie wirklich schon jeden rein. Das Niveau ist böse gesunken. Wollen wir das ausdiskutieren? Sie und ich gehen hinten raus, nur einer kommt wieder rein. Ich will hier nur meinen Drink genießen. Kein Grund, sich aufzuregen. Verdammte Menschen. Nein, danke. Ich will nichts trinken. Ich will die Asari rauslocken. Ich liebe diesen Laden. Ich liebe jeden, der hier ist. Ich liebe sie. Hey. Hey. Wollen Sie tanzen? Sehen Sie mal. Oh Gottes Willen. Nein, danke. Mir reicht die Musik zum Glücklichsein. Ich glaube, ich vermassel das hier komplett. Hallo, ich brauche dringend Hilfe und weiß nicht, wen ich fragen soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein. Also sind Sie der Richtige. Können Sie mir helfen? Ganz langsam. Was genau ist das Problem? Richtig. Langsam. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Meine Freundin Moira schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und der ist der schlimmste von allen. Was macht sie? Eine Videodoku. Sie ist Reporterin, verstehen Sie? Sie will was über die Anführer der Gangs machen. Ihrer Freundin könnte was zustoßen. Richtig. Und das wird auch passieren. Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Was soll ich für sie tun? Sie und ich, wir haben einen Code. Wenn sie rübergehen und zwei Worte zu Florid sagen, weiß meine Freundin, was los ist und wird sich absetzen. Die beiden Worte lauten Terminal und Ewigkeit. In dieser Reihenfolge. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das tun werden, sonst überlebt sie es nicht. Das kriege ich hin. Danke. Vielen Dank. Nicht vergessen, Terminal und Ewigkeit. In der Reihenfolge. Machen Sie einfach einen Satz draus. Terminal und Ewigkeit. Nochmal, hi. Ich hab schon gesagt, dass ich Sie liebe. Brauchen Sie was, Mann? Mein letzter Besuch in einem Club ist eine Ewigkeit her.
Schön, dass wir drüber geredet haben. Gehen Sie weg. Ich habe Ihnen wirklich nichts zu sagen. Ach, ja, sicher. Komm. Hab ich das jetzt auch versaut? Wir atmen in meinem Drink. Leute, ernsthaft? Es ist heiß. Was ist denn? Sie haben mit Ihnen geredet, aber sie geht nicht weg. Sie wird draufgehen. Ich sagte, Sie sollen weiter. Ich habe alles vermasselt. Kennen Sie jemanden Interessanten? Die Musik hier war früher eher Avantgarde. Sie machen mir Angst. Sie Was darf sein? Oft in Kämpfe. Das sind gute Leute, aber sie sehen gelangweilt aus. Und wer gelangweilt ist, gibt nicht viel Geld aus. Und Sie haben eine Idee, wie ich das ändern könnte? Eine Lokalrunde beweist, dass Sie Ihre Geschäfte respektieren. Ihr Ansehen steigt und am Ende haben Sie mehr Geld in der Kasse. Oh, ein Versuch ist es wert. Hoffentlich haben Sie recht. Alle mal herhören. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und darum geht die nächste Runde aufs Haus! Mein Name ist Morin. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Oh, da haben wir sie ja. An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Sie und ich wollen die gleichen Dinge. Ach ja? Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Was halten Sie von Hanex? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Kunst war das noch, oder? Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Kennen Sie den Künstler Forta? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Was halten Sie von der Gewalt in den Videos? Sie wirkt gefälscht auf mich. Ich sehe keinen Sinn darin. Ich hab's gespürt. Sie kennen sich mit echter Gewalt aus. Genau wie Sie. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Hm. Ich mag die Gefahr, oder? Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Macht ist Stärke. Macht ist das Ziel. Wir nehmen mal das, oder? War schon vorausgewählt. Gewalt ist nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist die Macht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe. Ui. Und ich will mit Ihnen alleine sein. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt gibt's ein Gangbang. Ne, jetzt werden wir ausgesaugt. Alter, was steht dort? Dort steht was Riesiges. Sturmgewehr. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. Ja, du willst mich ja... Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Die will ja mein Nervensystem grillen oder so war das ja, oder? Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Na toll. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Okay, dann lass mal's krachen, Baby.
Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und sie sind sicher. Entspricht das ihren Wünschen, Shepard? Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Ach Gott, was mache ich denn jetzt? Wir haben beide schon oft getötet, aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh Schatz, Moment mal. Wie kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen! Verdammt, wir werden gegrillt. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Ich will Sie. Ich würde für Sie töten. Alles tun, was Sie wollen. Sch, Liebling. Entspann dich und lausche meinen Worten. Morinth. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie Sie. Ich würde mich Ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, Ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Mögest du Frieden in den Armen der Göttin. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. Ich möchte mich noch ein wenig umsehen. Also schön. Ich werde in Erinnerungen an Morins Geburt schwelgen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Okay, wir haben die Mission erfolgreich absolviert. Ich bin stolz auf mich. Nach so langer Zeit das nochmal hingekriegt zu haben. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich wieder gegen Kollektoren antreten. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüssi.